Nennen Sie Maßnahmen der Personalabbauplanung. So, die Frage ist noch nicht zu Ende, denn es gibt hier zwei Ansatzpunkte, nämlich einmal ohne, ich erkläre das sofort, und mit. Ohne heißt ohne Reduzierung der Gesamtbelegschaft. Gemeint ist die Stammbelegschaft. Und mit bedeutet mit Reduzierung der Gesamtbelegschaft. Und wir sind in diesem Video bei mit Reduzierung der Gesamtbelegschaft, denn ohne habe ich in einem anderen Video erklärt. Also setzen wir die Frage fort. Mit Reduzierung der Gesamtbelegschaft. Jetzt haben wir hier verschiedene Substantive, die man vielleicht besser ein bisschen sich zurechtlegt und übersetzt. Nennen Sie Maßnahmen der Personalabbauplanung, also welche konkreten Aktionen im Rahmen der Tatsache, dass ich jetzt Leute abbauen muss. Ja, Maßnahmen der Personalabbauplanung, bei denen tatsächlich nachher weniger Mitarbeiter da sind als vorher. Das bedeutet mit Reduzierung der Gesamtbelegschaft. Nachher, nach diesen Maßnahmen, sind weniger Leute da als vorher. So, da fällt uns ein die Kündigung. Und die Kündigung, wenn sie extrem wird, kann sie sein eine Massenentlassung. Wann etwas eine Massenentlassung ist, ist relativ. Es hängt von der Größe der oder der Gesamtzahl der Mitarbeiter ab, also der Größe des Unternehmens in Bezug auf Mitarbeiterzahl und dem Anteil, der entlassen wird. Ja, man kann also nicht sagen, Massenentlassung ist, wenn du mehr als 50 Leute entlässt, sondern es kommt auf die Größe des Betriebes und den Anteil der Entlassenen an. Dann ist es eine Massenentlassung. Ist im Kündigungsschutzgesetz genau definiert, wann man von einer Massenentlassung spricht. Dann zu dieser Kündigung und auch zur Massenentlassung gibt es ja den eleganteren Weg des Aufhebungsvertrages. Ja, Aushebungsvertrag oder bei Massenentlassung viele Aufhebungsverträge. Und dann würde man eben die Leute, die gehen, nicht wieder neu, die Stellen, die frei werden, nicht wieder neu besetzen, so muss ich sagen. Und vorzeitige Pensionierung. Vorzeitige Pensionierung. Ja, das sind die Maßnahmen. Wenn wir die umgesetzt haben, sind am Ende nach Umsetzung weniger Leute da als vor diesen Maßnahmen. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.